Tele 1 Nachrichten mit der Cedrina Schaller. Und das ist das Neueste aus der Zentralschweiz. Einen schönen guten Abend und willkommen zu der Sendung. 2700 Antennen stehen schon. Gleich kommt der Ausbau des 5G-Netz nicht recht vorwärts. 1960 ist er mit dem FCL Göpp-Sieger geworden. Ein Rückblick auf die grosse Karriere von Paul Wolfisberg. Und 700 Kilometer im Rollstuhl um die Schweiz. Heute ist das Kriens der Giro Suisse losgegangen. Sie schiessen wie Pilze aus dem Boden. Glücklich sind mit dem Ausbau des 5G-Netz aber die wenigsten. Gegner wehren sich wegen angeblich gesundheitsschädlicher Strahlen. Der Befürworter geht die Entwicklung des Mobilfunknetzes zu langsam. Zwischen x Vorstössen im eidgenössischen Parlament hat der Bundesrat gerade letzte Woche an einem Vorstoss von der FDP zugestimmt. Der will rasche Rahmenbedingungen für den Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes schaffen, weil auch wenn man an vielen Orten schon parat wäre, an der Umsetzung harzen es noch. Über 2700 so 5G-Antennen gibt es laut dem Bund in der Schweiz, aber nur ein Viertel davon ist erschlossen. Letztes Jahr war die Schweiz mit dem Kauf der 5G-Frequenzen eines der ersten Länder. Jetzt verliert sie immer mehr den Anschluss. Das sagt auch Peter Grütter, Präsident des Schweizerischen Verbands der Telekommunikation. Es geht nicht vorwärts, weil der Bund die nötigen Vollzugshilfsmittel nicht zur Verfügung gestellt hat rechtzeitig. Es geht nicht vorwärts, weil Gemeinden mit den hängigen Baubewilligungen nicht weiterfahren, Teil Kantone sogar ein sogenanntes Moratorium beschlossen haben in Sachen 5G. Und es geht nicht vorwärts, weil ein Großteil der Leute verunsichert ist wegen der Angstmache der Gegner und der Fake News in den sozialen Medien. Immer wieder gibt es Demonstrationen gegen das 5G-Netz, wie hier Anfang des Jahres in Luzern. Parteien wie die FDP sind hingegen froh, dass der Bund letzte Woche einen weiteren Schritt Richtung 5G gemacht hat. Für Hans Wicki, der schon lange für das 5G-Netz kämpft, hat diese Technologie viel Potenzial. Die Schweiz darf nicht hinten nachhinken. Die Schweiz ist erfolgreich unterwegs, dank ihrer Innovationskraft, dank einem guten Bildungssystem, aber auch dank sehr visionären Infrastrukturprojekten. Und mit 5G hätten wir die Chance, eine Basis zu legen, um diese Innovationskraft weiterhin an den Tag zu legen und auch somit weiterhin erfolgreich zu bleiben. Laut dem Bund gäbe es für die Leute daheim mit 5G schnelleres Internet. Für die Blaulichtorganisationen wäre es sicherer, wenn das Handynetz mal überlastet wäre. Und auch für selbstfahrende Fahrzeuge wäre es ein Fortschritt. Die Signale würden mit 5G viel schneller übermittelt werden. Wenn diese 5G-Antennen also nicht bald laufen, hat die Schweiz ein Problem, sagt Peter Grütter. Das hat zur Folge, dass wir einem drohenden Datenstau entgegensehen. Wenn wir die Infrastruktur, Mobilfunk, nicht modernisieren können, dann wird es im Kommunikationsnetz zum genau gleichen Phänomen kommen, wie man es auf der Strasse kennt. Gerade die Innerschweizer wissen, wie lange man vor dem Gotthard steht im Sommer. Das passiert nachher auch im Mobilfunk. Darum hat der Bundesrat eine klare Deadline gesetzt. Bis in 4 Jahren, also Ende 2024, muss mindestens die Hälfte der Bevölkerung mit dem 5G-Netz abgedeckt sein. Über 2700 so 5G-Antennen gibt es laut dem Bund in der Schweiz, aber nur ein Viertel davon ist erschlossen. Letztes Jahr ist die Schweiz mit dem Und auch der Bau eines Seerestaurants Luzern gibt es seit Jahren zu reden. Heute hat das Kantonsgericht diesen Plan aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da am Karl Spitteler gegeben, hätte das Seerestaurant ankommen sollen. Und so hat das Restaurant, das die Gastrofirma Remy Mag wollte bauen, sollen aussehen. Letztes Jahr hat das Unternehmen aus Rotenburg auch eine entsprechende Baubewilligung bekommen. Heute hat das Kantonsgericht die aber wieder aufgehoben. Das Gericht hat 2 Beschwerden gut geheissen, die sich wegen dem Naturschutz gegen das Projekt wehren. Auf Anfrage von Tele 1 und Pilatus Today sagt Remy Mag, sie kann den Entscheid nicht nachvollziehen, vor allem weil sie ja schon ursprünglich eine Baubewilligung gegeben hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann ans Bundesgericht weitergezogen werden. Es tönt wie ein normales Seminarhotel, bietet den Gästen, die in Details verliebt sind und sich gerne an einem Ort zu Hause fühlen, aber noch viel mehr. Heute ist das Stanz Culinarium Alpinum aufgegangen, ein Ort, wo sich Gäste einerseits mit regionalen Produkten aus dem Alpenraum den Gaumen verwöhnen lassen, aber auch viel über die Esskultur lernen. Der Andreas Wolf nimmt sie auf eine Entdeckungsreise im ehemaligen Kapuzinerkloster Stanz mit.
wo vor über 400 Jahren noch täglich gebetet wurde, ist die letzten 15 Monate alles umgebaut worden. Was dem Initiator Dominik Flammer aber wichtig war, dass der Charme des Klosters auch drinnen erhalten bleibt. Zentral am Kloster ist eigentlich, dass wir geschaut haben, dass wir alle Materialien erhalten können. Wir haben die ganzen Böden, das sind Steinböden, die können wir heute nicht mehr finanzieren. Wunderschönes Material, so dass wir eigentlich die Patina vom Kloster erhalten können. Und diese Kombination mit ein bisschen moderneren Möbeln, dass eigentlich modern und alt möglichst optimal und trotzdem schlicht rüberkommt. Als alt macht modern, im Klosterkeller sieht es heute ein bisschen anders aus. Dort wird jetzt Alpsprints mit verschiedenen Jahrgängen gelagert. Bei den Lebensmitteln wird etwas ganz gross geschrieben, Regionalität. Wird in Italien gehen essen, weil ja euch ein Menü von dort nicht anders zählt ins Stand sein. Und vor allem ist es auch für die Küche gut. Ich habe Himbeere, Brombeere bekommen und die haben einfach zwei Wochen bei mir im Kühlschrank. Weil sie eigentlich frisch abgelesen sind und am gleichen Tag zu mir kommen und die Produkte halten viel länger und die Qualität ist genial. Am Mittag wird die Qualität euch gerade bewiesen. Die geladenen Gäste kommen schon mal ein Menü über. Bei einer Eröffnung dürfen natürlich auch die grossen Worte nicht fehlen. Der Landamann Ottmar Villiger ist froh, hat das Kloster heute einen neuen Nutzen. Das hat auch seine Zeit gebraucht. Am Anfang steht eine Idee und dann muss es konkretisiert werden. Und das braucht immer Arbeit und braucht auch seine Zeit. Von daher ist es schön, dass wir heute jetzt die Eröffnung feiern. Und nach dieser Eröffnung kann man im ehemaligen Kapuzinerkloster jetzt übernachten, Seminar in einem der 6 Kursräume besuchen oder im Klostersaal eine Hochzeit feiern. Der schwere Unfall gestern in einem Klassenzimmer zu Eschenbach ist bei einem gängigen Experiment passiert. Das haben die ersten Ermittlungen von der Luzerner Polizei ergeben. Ein 15-jähriger Schüler hat gestern Nachmittag im Schulhaus Lindenfeld in der Naturlehre Brennsprit und Salz vermischt. Dabei hat er sich schwere Verbrennungen zugezogen. Ob jemand und wer die Schuld am Unfall ist, wird jetzt durch die Staatsanwaltschaft Emmen abgeklärt. Der Paul Wolfisberg hat den Schweizer Fußball jahrelang geprägt. Der ehemalige FCL- und Schweizer Nazi-Trainer ist gestern im Alter von 87 gestorben. Wir haben darüber berichtet. Wir schauen mit Weggefährten vom Zentralschweizer auf seine erfolgreiche Karriere zurück und gehen an den Ort, wo für ihn alles angefangen hat. Beim FC Horb ist der Paul Wolfisberg gross geworden und hat auch bis zuletzt dort seinen Lebensabend genossen. Das Clublokal im FC ist mit der Wolfshütte sogar nach ihm benannt. Das Horb wird man ihn vermissen, sagt der Clubpräsident Albert Kaufmann. Ja, einerseits ist es immer überraschend, auch wenn man weiss, dass der Paul angeschlagen war, dass er das eine oder andere hatte, was normal ist in seinem Alter, aber trotzdem hat es mich recht getroffen, dass der Paul jetzt eben nicht mehr ist. Ja. Der Paul Wolfisberg hat in seiner Karriere viel erreicht. Auch den Höhepunkt zeigt das Clublokal, Zeit als Schweizer Nazi-Trainer. Davor hat er viele Jahre beim FC Luzern gespielt und ist 1960 mit dem FCL sogar Cup-Sieger geworden. Mit diesen Schuhen, wie er immer gesagt hat. Von seinen Weggefährten wird der Paul Wolfisberg aber nicht nur wegen diesen Erfolg, sondern vor allem wegen seiner Art geschätzt. Ich habe gerne seine offene Art, hat offen angesprochen, auch kritisch manchmal gewisse Situationen. Ich habe ihn zum Teil auch am Matchtag oben bei mir oben gehabt. Wir konnten diskutieren, wir haben auch unter der Woche diskutiert, je nachdem, wo man einander getroffen hat, ob das Kriens oben war, hat man immer über den Fußball diskutiert. Und das ist eigentlich das Schöne und das werde ich sicher vermissen. Wir sind damals, mal erinnern, in Thailand in der Ferien gewesen. Dabei sind wir im Trainingslager gewesen, aber damals sind es halbe Ferien gewesen. Also er war ein Lebemann gewesen, hat Freude am Leben, hat auch wollen, dass die Spieler Freude haben. Wenn einer einmal ein mit dem Schicksal gehadert hat, dass er vielleicht nicht so gut gespielt hat, hat er ihm nicht gesagt, er müsse mehr trainieren, sondern du würdest mal ein paar Bier trinken und dann kommst du wieder morgen. Also er war wirklich eine sehr angenehme Person gewesen. Ich habe auch viel mit ihm zu tun im Club Libero von Horb, wo ich immer jemanden eingeladen war bei den jährlichen Treffen, die sie gehabt haben. Also ich habe sehr viel mit ihm wieder Kontakt gehabt und es hat mir richtig wehgetan, eigentlich, als ich das gestern gelesen habe. Auch für den FC Horb geht mit dem Paul Wolfisberg viel verloren. Bleiben tagen aber vor allem viele schöne Erinnerungen für die, die mit ihm zusammenarbeiten konnten.
Legendär sind seine Teamsitzungen, die nicht überbieten in der Kürze. Aber er war also ein Könner von wenigen Sätzen, hat er sehr viel sagen. Und ich glaube, das ist sicher etwas Bleibendes und zeichnet den Paul aus. Göpsiger-Captain, Nazi-Trainer, eine Fußballlegende. Doch der Paul Wolfisberg bleibt vor allem auch als Mensch in Erinnerung. Während die grossen Städte wie London und Stockholm schon seit über 10 Jahren jeder Autofahrer, der in die Innenstadt fährt, eine Gebühr muss zahlen, kommt das Prinzip von Mobility Pricing erst so langsam in die Schweiz. An Orten und zu Zeiten, wo es mehr Verkehr hat, zahlt man auch mehr. Wo weniger Leute unterwegs sind, kostet es weniger. Der Bund will jetzt mit dem Mobility Pricing in der Schweiz Pilotversuche machen. Der Kanton Luzern blockt aber ab. Fürs Erste soll es laut dem Mobilitätskoordinator Patrick Abegg keine solche Testphase zu Luzern geben. Der Kanton befasst sich derzeit intensiv mit Fragen, mit Herausforderungen im Bereich von Mobilität im Zusammenhang mit der Mobilitätsstrategie. Dort drin ist auch die Finanzierung des Verkehrssystems und auch das Brechen der Verkehrsspitze zentral, somit auch Mobility Pricing. Der Pilotversuch hingegen lehnt die Regierung derzeit ab, aufgrund von Ressourcen, personellen und finanziellen Ressourcen. Im Kanton Uri ist eine 43-jährige Frau gestern Morgen mit dem E-Bike tödlich verunfallt. Wie die Polizei mitteilt, war sie auf der Gitschetalstrasse unterwegs gewesen. Im Bereich Stotzigen ist sie von der Strasse abgekommen, rund 350 Meter einen steilen Hang runtergefallen und dabei gestorben. Mehr Kurznachrichten aus der Zentralschweiz hat der Kaspar van den Ven zusammengefasst. So soll das neue Schulhaus Litau-Dorf aussehen. Das Projekt mit dem Namen Lucky Luke und die Daltons hat das Rennen gemacht und hat für die Stadt Luzern den Zuschlag bekommen. Kosten soll der Bau zwischen 40 und 50 Millionen Franken. Weitere 30 bis 35 Millionen Franken wird die Stadt in die Erweiterung des Schulhaus Rönimoos investieren. Dort hat sich das Projekt am Platz durchgesetzt. Über den Kredit für die beiden Schulhäuser muss aber noch das Volk entscheiden. Bei Kriminal- und verkehrspolizeilichen Kontrollen sind auf der Nord-Süd-Achse innerhalb von 2 Tagen über 1'000 Personen kontrolliert worden. Dabei hat es einen Haufen zu beanstanden gegeben. Laut der Kantonspolizei Nidwalden sind 12 Personen gerade festgenommen worden, 8 sind illegal in der Schweiz gewesen und in 4 Fällen ist gegen das Waffengesetz verstoßen worden. Dazu hat es diverse Anzeigen wegen kleineren Verstößen gegeben. Der Bundesrat Alain Berset macht den Sportfans Hoffnungen. Ab dem 1. Oktober sollen bei Innenveranstaltungen wie Eishockey-Spiel die Hälfte der Sitzplätze dürfen besetzt werden. Für aussen, beispielsweise bei Fußballspielen sogar bis zu 2/3. Das berichtet der Tagesanzeiger. Die Kantone haben jetzt aber noch Zeit, ihre Meinung zu diesen Plänen zu sagen. Jetzt ist klar, dass auch der Standort Zug von der Sparmaßnahme bei Landis und Gier betroffen ist. Wie das Unternehmen mitteilt, ist geplant, dass Zug 30 von den insgesamt 250 Stellen abgebaut werden. Für die betroffenen Mitarbeiter soll es einen Sozialplan geben. Beim ersten Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison hat der FC Luzern heute in der Swisspor Arena 2:0 gegen den FC Zürich gewonnen. Der FCL ist durch ein Goal in der 3. Minute durch den Filip Ugrinic früh in Führung gegangen. Das 2:0 hat dann in der 89. Minute das 19-jährige Eigengewächs Julian Herrmann gemacht. Einmal im Rollstuhl rund um die ganze Schweiz. Das klingt streng, ist aber tatsächlich das Geschenk, das sich die Schweizer Paraplegikervereinigung zum 40. Geburtstag gerade selber gemacht hat. Das Ziel: in 13 Etappen wollen die Rollstuhlsportler knapp 700 Kilometer zurücklegen. Angefangen beim Ursprung des ersten Rollstuhlclubs in der Schweiz in Kriens. Noch einmal kontrollieren, bevor es richtig losgeht. Der Sportfan Wedi Spuler spielt sonst eigentlich Basketball, heute fährt er aber wieder mal Handbike. Sport ist seine grosse Leidenschaft. Ich fühle mich einfach auch fitter, wenn ich halt Sport treibe. Weil das mit dem Rollstuhl, dass man dort irgendwie so in die Schweißgrenze hinkommt, wo es treibt und so, das ist sehr selten. Und schon geht es los mit dem ersten Stück von Kriens auf Hüneberg. Und das eine oder andere Schweißtröpfchen ist dann auch tatsächlich geflossen.
Bei der Mittagspause tauscht man sich über den Anlass aus. Im OK-Chef Thomas Horni geht es nebst dem Sport aber auch noch um etwas anderes. Also wir wollen natürlich mit dem Anlass auch gegen aussen repräsentieren und sagen, ja, wir sind gleichgestellt. Auch Rollstuhlfahrer, Menschen mit einer Beeinträchtigung können so eine Herausforderung, auch wenn man Jahr für Schlusszeichen nur Breitensportler ist, kann man das schaffen. Man kann eine Leistung, man kann ein Ziel setzen, man kann eine Leistung bringen und entsprechend nachher auch Freude haben darüber. Der Wedi Spuler und seine Gruppe machen sich für den Rest der Etappe parat. Er hofft, dass er mit der Tour auch andere Menschen mit Handicap motivieren kann, ihre Angst zu überwinden. Wir als Schweizer, wir sind extrem gehemmt, wie der Mani Matter schon sagt. Also, schlussendlich, es ist wirklich eine Hemmschwelle, wo man muss einfach mal drüber gehen. Und das hat Generationen, die es da braucht. Das sind Kinder, die jetzt halt auch ein bisschen vielleicht sensibilisiert werden. Und wenn man die antrifft, und die sind immer begeistert, mit dem Sport im Rollstuhl zu machen, gerade die letzte Gruppe, die einfährt. Und wenn die das irgendwie dann in 20 Jahren halt normal leben, dann glaube ich, da gibt es einen riesen Gump. Das grösste Hindernis ist also im Kopf. Das wollen Wedi Spuler und seine Begleiter auch dem Rest der Schweiz zeigen. Er nennt sich selber stolzen Schrottmillionär. Und heute Abend ist er bei uns im Plus 41. Der Rheintaler Sylvain Köppel macht Kunst aus Abfall, meistens aus Altmetall. Die Herausforderung ist, im toten Material, im Abfall, neues Leben einhauchen, nochmal etwas Neues daraus machen. Seine Kunst ist mehr als ein Job für ihn. Sie ist sein Kommunikationsmittel und ein Teil von seiner Lebensphilosophie. Tauchen Sie mit ein in die eigene Welt von Sylvain Köppel, jetzt in Gatsby Plus 41. Vorne gibt es noch die Sendung Perspektiven und im Ratgeber erfahren Sie, auf was Sie schauen müssen, wenn Sie in einer Mietwohnung etwas umbauen wollen. Was ist erlaubt, was dürfen Sie nicht? Antworten gibt es ab dem Viertel vor, hier bei uns auf Tele 1. Einen schönen Abend miteinander.